was in der letzten Folge von Spyro, der Trilogie, geschah. Und das, Kinder, passiert, wenn ihr jemanden hässlich nennt, ja? Dann verwandelt ihr euch in Jadestatuen. Alter. Der Unterschied, wenn ich mir überlege, wie das auf PlayStation 1 ausgesehen hat. Okay, Scheffel. 10 Drachen retten, dann darf ich damit fliegen. Fackel einfach auch die ganzen Schafe und alles ab. Einfach, das ist so mein Ding. So, wer will Stress? Wer bist du denn? Aua, der hat mir eine Schelle gegeben. Oh, ist das nicht hübsch? Oh, die Libelle, hallo. Ja, Spyro wieder am Start. Ich mache noch eine zweite Folge. Die erste Folge kam wie immer. Das bei der ersten Folge sehr toll bei euch soweit an. Ihr fandet das schön. Viele haben auch was mit dir geschrieben. Ja, das ist ja Kindheitserinnerung und hast du nicht gesehen. Und deswegen dachte ich mir, ja, dann mache ich das mal noch eine zweite wunderbare Folge von Spyro. Auch hier, ne, könnt ihr natürlich gerne einen Kommentar und Bewertung da lassen. Das würde mich sehr freuen auf einer zweiten Folge. So, ich habe gesehen, Steinhügel fehlt mir noch ein Drache. Und das wollte ich gerne ändern. Da geht's nach Hause. Wo könnte denn der Drache, den ich übersehen hatte, sein? Der muss ja bei irgendeiner der Abzweigungen, sag ich mal, sein. Hier war der, den haben wir geholt gehabt. Hier ist auch kein weiterer Weg. Ich kann rennen, ich habe das vergessen. Dann gehen wir mal da lang. Aber da haben wir auch einen Drachen geholt gehabt. Was war das gerade? Keine Ahnung. Ist da oben was? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah, nee, Moment. Habe ich das benutzt gehabt? Ja, ne? Genau, da geht's zu dem Drachen. Ah, lol, ich bin echt blöde. Man konnte hier rauf. Oh. Okay, das ist meine eigene Schuld. Meine eigene Doofheit, dass ich das übersehen habe. Ah, es war klar, dass ich wieder irgendwas übersehe. Ne, 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 ne. Stehen bleiben, Polizei auf dem Boden. Öffnen Sie sofort Ihren Kofferraum. Und erheben Sie Ihre Hände. Gleich habe ich dich, ne? Also, im Moment, ich komme schon hinterher. Ich hab dich gleich. Haha. Sag ich doch. Und damit haben wir das goldene, also halt ein Ei bekommen. Ein Drachenei. Ich muss mir eben ein Schaf töten. Das tut mir sehr leid, aber meine Libelle hat Hunger. Jetzt geht's meiner Libelle wieder gut. Ja, die muss halt auch manchmal mampfen, ne? So, wo gehen wir denn hin? Wo könnte der Drache nochmal sein? Ah. Barriere. Irgendwo muss noch der Drache sein, den ich übersehe. Der muss hier irgendwo sein. Ich schätze mal hier oben. Oder auch nicht. Vielleicht hier hinter? Auf jeden Fall sind immer noch solche Kristalle, die ich sammeln kann. Ich kann hier hoch. Kann ich da auch hoch? Ich glaube, ich soll da nicht hoch. Der muss doch hier irgendwo sein. Bin ich jetzt wieder blöde? Leute, bin ich blöde? Dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Muss ich vielleicht in dem Brunnen in der Mitte? Heute nicht kaputt. Bin jetzt blöde? Egal. Nein, 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 nein. Nein, bitte nicht. Nein. Oh. Ich hörte ja von Anfang an aber runter. Ich hätte gar nicht da hoch gewusst. Die rettet Garvin.
Hallo, mein Freund Garvin. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Alle Drachen gefunden. Damit haben wir die Welt auch fertig gesucht. Mir fehlen noch ein paar Kristalle, aber ich habe alle Drachen und das Ei. Beim Sonnenflug fehlen mir ein paar Kristalle. Toast hier haben wir. Artisanin fehlt mir noch ein Drache. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Ich würde mich nicht wundern, wenn einer der Drachen auf der Welt hier vielleicht hier wäre. Aber da geht es ja nur in ein nächstes Gebiet, ins dunkle Tal. Hier muss ja noch irgendwo ein Drache sein. Oh ja, ich bin auch hier hochgekommen endlich. Fähigkeitspunkt erhalten, was? Aber ich bin da hochgekommen, easy. Ach, hier steht ja einfach der Drache. Ja gut, warum nehme ich den denn nicht mit? Thomas, hey mein Guter. Hey Spyro. Hey Thomas. Drück zweimal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen, in urzeitliche Gletscher zu fallen. Ach, das. Ich doch nicht. So, da geht's dann wahrscheinlich auch zu einem Level. Ja, geht das auch. Ah, hier, der hat wieder Kristalle für einen, ne? Gib mir alle deine Kristalle, los! Ich möchte deine Kristalle, dankeschön. Moment mal, wir gehen mal jetzt da hoch. Das heißt, wir haben aber in der Welt quasi auch alle Kristalle beisammen. Oh, man kann ja so viel sammeln. Oh, es tut mir so leid. Der Sammeltrieb, er nimmt wieder überhand. Wenn ich Truhen sehe, will ich sie halt unbedingt zerstören. Das ist so in mir drin. Dann nehme ich, ja, Truhe. Gib mir deinen Inhalt. Und so. Kennt man doch. Habt ihr doch... Als ob ihr diesen Sammeltrieb nicht auch habt bei solchen Spielen, okay? Außerdem ist das Spiel voll chillig. Irgendwie ist das richtig entspannt. Im Gegensatz, wenn man immer hier Action-Maction hat, dann ist das schon mal wieder mal entspannt. Altstadt heißt dieses Level. Da haben wir alles schon. Altstadt, 1, 2, 3, 4 Drachen und ein Ei kann man hier finden. Und Hühner. Die habe ich aber gekillt. So, willkommen in der Altstadt. Das nächste Level, was ich hier jetzt mal anstrebe. Ich werde natürlich das erste Level machen, bevor ich dann den Zeppelin benutze. So, befreien wir mal den ersten von 4 Drachen, den Nils, von den Rocket Beans. Sieht genauso aus, 1-2-1. Herzlich willkommen in der Altstadt, Spyro. Gleite zuerst in die Gegend, in der die Bullen sind. Sieh dich dort gut um. Die Bullen? Ach, Scheiße. Nicht, dass die mich festnehmen. Versteht ihr? Weil, egal. Egal, lassen wir das. Ah, lassen wir das. Wisst ihr, was mich jetzt gerade nervt? Warte mal. Vielleicht achte ich da ja drauf, das rauszupiepsen. Auch wenn es nur das Ach-Sch-Wort war, ne? Also, ihr wisst schon, SCH, ne? Das ist ein anderes Wort für... ne? Code? Ach, schne? Danke, Spyro. Mein Flügel hat ganz fürchterlich gejuckt. Wusstest du schon, dass du am längsten gleiten kannst, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst? Nein, wusste ich nicht. Wisst ihr, was mich daran jetzt nervt, tatsächlich? Eigentlich bin ich ja immer darauf, ich achte da jetzt nicht bei Overwatch drauf oder bei Battlefield da. Rage ich, wie ich lustig bin, natürlich. Aber bei Spyro, wenn das dann Leute in der Suche finden oder suchen und auch vielleicht dann gerade bei dem Spiel könnte es dann sein, dass das Video dann vielleicht echt jüngere Leute sehen und dann hören die mich da fluchen. Ich weiß nicht warum, aber an sowas muss ich echt denken.
Wie gesagt, bei meinem anderen Projekt, da ist mir das komplett egal, aber wenn ich sowas wie gerade Spyro spiele, ich denke an sowas. Mir geht sowas dann durch den Kopf. Spyro, hast du einen blau gekleideten Mann gesehen? Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn aufspüren und das Ei zurückholen. Lauf, lauf. Ich bin etwas außer Puste. Ja, weil wie gesagt, gerade Spyro könnten halt immer auf jeden Fall durch die YouTube-Suche bei mir finden, vielleicht. Ich weiß nicht, warum ich da in der Hinsicht so bin, dass ich mir darüber echt Gedanken mache. Andere, denen ist das egal, juckt das nicht. Aber mir ging das gerade durch den Kopf und dann musste ich jetzt einmal drüber reden. Wo gehe ich jetzt am besten hin? Ich bin halt ein bisschen. Moment. Was sollte eigentlich der Tipp mit dem Gleiten? Wenn ich nochmal springen drücke, gleite ich. Das habe ich irgendwie nicht kapiert. Das habe ich gerade echt nicht verstanden. Ah, ich weiß, was ich mache. Ich will das trotzdem nochmal testen. Was ist, wenn ich. Wenn ich springen drücke, während ich fliege, passiert doch gar nichts. Verstehe ich den Tipp nicht? Bin ich dafür einfach irgendwie zu doofi? Komm, wir machen mal und... Geschafft. So, wir holen mal kurz die Kristalle. Alles sammeln, alles meins. Wo ist jetzt eigentlich hin? Das weiß keiner. So, das haben wir auch. Da kommen wir dann da hin. Aber ich gönne mir erstmal den kleinen Wicht hier. Der weg ist. Der cheatet, oder? Wo ist der hin? Ist der einfach abgedüst? Der Schlawiner. Mensch. Ach, Menowin, fröhlich. Jetzt, Spyro, stell dich nicht so an. Er haut schon wieder ab. Gar keine Chance, hinterher zu kommen. Ich wollte schon sagen, jetzt, wenn das jetzt nicht geklappt hätte, ne? Dann wäre ich traurig gewesen. So, damit haben wir auch das Ei. Damit haben wir schon ziemlich viele Eier beisammen. Und ich muss jetzt dann nochmal hoch, um rüberzukommen zu dem nächsten Drachen. Das heißt nochmal, einmal so, zack. Ha, wir haben ein Glück. Und zwar, dass ich so skilled bin. Ne? Was ein Glück. So, und jetzt darüber. Geschafft. Was ist das denn hier für ein Ding? Na, ist auf jeden Fall kaputt gegangen. So, mein Lieber. Tor. Gottes Donners. Spyro, du kannst deinen Fortschritt jederzeit einsehen, indem du über das Pausenmenü aufs Handbuch zugreifst. Danke, lieber Drache. Damit haben wir bei der Welt 100% gerade mal gemacht. Locker. Locker easy, Leute. Wenn ich was mache, dann direkt 100%. So, den Heißluftballon könnten wir jetzt schon benutzen, aber wir gehen noch mal ins dunkle Tal. Ah, die Musik ist süß. Dunkle Tal, was kommt denn da? Bücher, Kerzen, das... Aber das Level sieht hübsch hier aus, oder? Findet ihr nicht auch? Ich find schon. Ah, ist wieder abgeschlossen. Oh.
Oh, die haben Schilde. Kann ich die Schilde umrennen? Keine Ahnung, sie haben sie jetzt einfach wieder hochgehoben. Dann holen wir uns den ersten Drachen. Wie viel gibt's denn hier? Alban! Der gute Alban! Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Ah, danke für diesen tollen Tipp, den werden wir auch direkt verwenden. Wie viel gibt's denn hier? Ah, noch zwei andere Drachen. Also insgesamt gibt es hier im dunklen Tal Nua, in Anführungsstrichen Nua, drei Drachen. Das ist ja dann eigentlich okay. Ich gehe mal hier lang direkt. Aua! Oh Mann, 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 das war wieder... Ich würde sagen knapp. Okay, das war nicht so clever. Au, 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 au. Nein, nein. Oh. Okay, das war Glück. Hier, liebe Libelle. Komm aus mit Fröschen was die Libelle essen kann, um Leben zu regenerieren. Darius. Gegen große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Oh, das habe ich schon verstanden. Ne? Also, ein bisschen spät der Tipp, Freund Sahne. Ne? Nur mal so. Den hätten wir auch. Wo gehen wir denn jetzt mal lang? Ich gehe mal darüber. Oh, wieder ein Leben. Acht Leben haben wir jetzt. Ja, so lobe ich mir das doch. Komm, den Kristall nehmen wir auch mit. Wie komme ich denn zu den Kristallen da? Von hier wahrscheinlich. Ah ja. Oh, ein Kristall. Ah, da kommt ein Schmetterling raus, den die Libelle aufmampfen kann. Das ist super. Da freut sich meine Libelle. Oh. Okay, der hat eine Rüstung. Den muss ich von hinten angreifen, damit das klappt. Okay. Da hätte ich gleich drauf kommen können direkt. Statt erstmal so rumzuprobieren. Und hier müsste irgendwo der nächste Drache sein. Ja, da steht er doch schon. Da steht er doch schon. Und einen Schlüssel haben wir auch für die Truhe. Oh, das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Oswin! Hey, mein lieber Oswin, willkommen bei den Lebenden wieder. Spyro, soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Mit Aktion? Was ist denn Aktion? Das nicht. Ah. Ja, gut. Damit haben wir alle Drachen in dem dunklen Tal gerettet. Und damit haben wir auch deutlich genug Drachen, um mit dem Zeppelin oder mit dem Ballon zu fliegen, was wir jetzt wahrscheinlich auch machen müssten, um weiterzukommen. Aber wir haben noch den Schlüssel. Das heißt, ich möchte natürlich noch mal eben kurz die Truhe hier öffnen. Was gibt's denn da Schönes drin? Ah. 99. Mir fehlt ein Kristall, oder was? Oh Gott. Ah, da unten ist er hier in der Höhle. Das hätte mich jetzt getriggert, hätte ich diesen einen Kristall jetzt nicht gesucht. 100% des Levels abgeschlossen. Ja, dann auf nach Hause. Nach Hause. Yay. Okay, dann haben wir das dunkle Tal auch auf 100%. Hilft doch ganz super. Wir haben richtig viele schon auf 100%. So, ne? Wir haben alle... Ich habe zwar nicht alles auf 100%, weil ich habe noch nicht überall die Kristalle gesammelt, aber ich habe alle Eier und alle Drachen. Das ist doch mehr, als man wollte. 16 Drachen. Perfekt.
Das heißt, jetzt können wir in den Zeppelin fliegen. Aber das machen wir in einer anderen Folge vielleicht. Danke fürs Zusehen wieder bei einer zweiten Folge. Wenn ihr noch eine dritte Folge wollt, ihr Lust habt auf noch eine dritte Folge und wir diesen Zeppelin da benutzen, Heißluftballon, dann Bewertung und Kommentar. Dankeschön.